Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila, und schön für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns zwei kleine Erfolge anschauen, die relativ nah beieinander liegen. Und zwar sind wir da einmal unter der Kategorie Spieler gegen Spieler und dann auf Welt. Und dort sind ja ein paar neue Erfolge in Dragonflights reingekommen. Zwei davon spielen quasi rund um die Airdrops. Und was das genau ist, will ich euch gleich mal erklären. Als erstes schauen wir uns mal an, was das für Achievements sind. Und zwar haben wir einmal das Achievement Ressourcenräuber. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Öffnet eine Kiste mit Kriegsvorräten in jeder Zone der Dracheninsel im Kriegsmodus. Und dann sind alle vier Zonen aufgelistet. Küste des Erwachens, eben von Nara, dazu Blaues Gebirge und auch Tal Drassus. Und das zweite Achievement, was wir haben, Lohn des Finders, öffnet 10 Kisten mit Kriegsvorräten auf den Dracheninseln im Kriegsmodus. So, was müssen wir jetzt genau machen? Als allererstes müsst ihr in den Kriegsmodus. Wie kommt man in den Kriegsmodus? Wir gehen hier einmal, nicht auf Dungeon Browser, die Symbole sehen so gleich aus. Spezialisierung. Und dann habt ihr hier unten einen Button, wo ihr Kriegsmodus habt. Den müsst ihr aktivieren. Das geht, wie ihr seht, bei mir als Allianz nur in SW. Also ihr müsst nach Sturmwind. Am besten einfach in den Portalraum da. Warte, ich kann euch das jetzt auch kurz zeigen. Wir sind ja nicht weit weg. Einmal hier in den Portalraum. Dann landen wir in SW. Als Hordler müsst ihr natürlich nach Orgrimmar, da müsst ihr nicht nach SW gehen. Und könnt da dementsprechend euren Warmode einschalten. Wenn ihr den eingeschaltet habt, könnt ihr dann zurückgehen nach, nach Waldracken bzw. auf die Dracheninseln. Also machen wir das mal, zack. Und dann seid ihr hier PvP gefleckt. Wichtige kleine Randinformation, wenn ihr PvP gefleckt seid, dann kann euch jeder von der gegnerischen Fraktion angreifen. Beziehungsweise es gibt auch quasi Areas, wo PvP World Quests sind und da ist dann jeder gegen jeden. Da können auch euch die eigene Fraktion angreifen. Nur so als kleine Randinformation, es macht auch Sinn im War Mode sich PvP-Gear zu holen. Das skaliert dann, sobald ihr PvP-Aktivitäten macht, auch hoch. Ich kann euch das auch mal jetzt kurz zeigen. Ich habe hier auch ein PvP-Gear und dann seht ihr, das ist jetzt hier relativ lowes Item-Level, aber sobald wir in PvP-Aktivitäten verstrickt werden, geht das auf 411 hoch, beziehungsweise das geht auf 421 hoch oder mein Trinkets hier auf 424. Also solche Sachen machen da tatsächlich Sinn. So, gut, was müssen wir jetzt für die Achievements machen? Für beide Achievements müssen wir jetzt Airdrops holen. Diese Airdrops finden einfach in den Gebieten statt und ihr seht die dadurch, dass erstmal hört ihr es, weil unten eine Sprechblase aufgeht mit einem Drachen, der euch was erzählt von Ressourcen, also Dialoge vielleicht ein bisschen die Lautstärke erhöhen, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Wenn ihr das nicht seht, dass es aufploppt, dann erzählt euch der Drache irgendwas von Ressourcen und dann, wenn ihr eure Map aufmacht, fliegt so ein kleines Objekt einmal hier über die Zone, bleibt dann an einem gewissen Punkt stehen und kreist und da fällt dann eine Kiste runter. Wir können das jetzt auch hier vielleicht mal War Supply Chest, genau, können wir mal anklicken. Und zwar ist das das Add-on Handy Notes und damit können wir uns auf der Map die Spots anzeigen lassen. Braucht ihr das Add-on? Nein, denn es ist nicht ganz so wie in, ich glaube in BFA war das letzte Mal, dass es Airdrops gab, dass quasi das Flugzeug fliegt und immer weiter fliegt und zwischendrin die Fracht runterwirft, sondern das Flugzeug fliegt quasi und bleibt dann da stehen, wo es runterdroppt und kreist einfach nur. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, wo es runterkommt. Ihr habt relativ viel Zeit, die Kiste fliegt in super Slow Motion mit so einem Fallschirm runter. Also wenn ihr hier hinten seid, die Ansage kommt, dass ein Airdrop kommt und der startet hier und lässt es direkt fallen, könnt ihr easy mit eurem Drachen rüberfliegen. Außer ihr bleibt natürlich 20 Mal stehen und macht andere Sachen. Ein bisschen chicken solltet ihr euch schon, aber ihr habt eigentlich genug Zeit hinzukommen. So, wie läuft es bei dem Airdrop? Naja, es kämpft halt Allianz gegen Horde und derjenige, der dementsprechend den Airdrop für sich fleckt, kann dann auch die Kiste looten und den Loot rausbekommen. Fürs Achievement müsst ihr bei dem einen jede Kiste in jedem Zone looten und bei dem anderen müsst ihr insgesamt 10 Kisten looten. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr die Kiste aufmachen müsst und den Loot rausholen, sondern ihr müsst das Umflecken quasi erledigen. Also der Erste sein, der die Kiste umwandelt. Denn wenn sie landet, ist erstmal eine neutrale Kiste. Die müsst ihr umwandeln, Horde oder die Allianz. Und der umwandelt, kriegt quasi Credit für das jeweilige Achievement. Und danach können alle von der Fraktion looten. Heißt, es ist nicht nur die gegnerische Fraktion eure Feinde, sondern eure Fraktion sind auch eure Feinde, weil die ja auch die Kiste vielleicht eventuell als Erste für das Achievement umflaggen wollen. Deswegen klicken wir da wie ein Blöder drauf und spammen da. Ich habe letztens, wo ich die Achievements fertig gemacht habe, das schon mal aufgenommen, das auch nochmal ein bisschen erklärt. Das schneide ich euch jetzt einfach nochmal hinten mit dran. Da seht ihr dann, wie das Ganze abläuft.
Dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht mit den Airdrops. Und zwar seht ihr hier, ist eine Kiste mit Kriegsvorräten. Die fällt jetzt hier langsam runter. Die ist erst hier einmal rübergeflogen. Das sieht man schön auf der Map. Und quasi genau auf dem Punkt kreist sie jetzt ein bisschen. Und wenn wir nach oben schauen, seht ihr, da fliegt sie einmal runter. Man sieht dann auch auf der Map, wo sie quasi landet. Und wenn ihr die dann haben wollt, dann solltet ihr euch an dem Punkt hinstellen und wie so ein Blöder quasi dann spammen. Jetzt gehen wir mal ganz nah hin. Die müsste eigentlich genau hier runterfallen. Jetzt drückt man halt wie so ein Blöder die ganze Zeit und hoffen, dass wir quasi die Kiste einmal kriegen. Es zählt fürs Achievement nur, wenn ihr der Erste seid, der sie aufmacht. Und ich war hier der Erste und das war tatsächlich auch gerade die letzte Kiste für beide Achievements, also sowohl einmal in jeder Zone die Dinger aufzumachen, als auch dann dementsprechend die 10 Kisten aufmachen. Jetzt können wir sie noch normal öffnen. Ich habe sie jetzt quasi für die Allianz gefleckt. Heißt, alle Allianz-Spieler können sie jetzt öffnen. Das quasi zweite Mal öffnen, also dann, wenn ihr die Kiste schon gefleckt habt, zählt nicht fürs Achievement. Ihr müsst wirklich die eine Person sein, die die Kiste umwandelt. Deswegen habe ich da jetzt die ganze Zeit drauf gespammt. Theoretisch kann natürlich die andere Fraktion euch beim Kiste öffnen auch noch abhalten. Also da müsst ihr schauen, dass ihr vielleicht nicht unbedingt der seid, der jetzt in den großen Kampf da kommt. Aber das kann man ja auch nicht immer ganz beeinflussen. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide an der Stelle. Ja, ihr habt gesehen, sonderlich kompliziert ist es nicht. Mehr gibt es dazu eigentlich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Solltet ihr noch Fragen haben, packt die gerne in die Kommentare. Beantworte ich gerne. Und ja, damit verabschiede ich mich für den kleinen Achievement Guide. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.